Oy vet verne Boşe Khma Ich bin unglaublich beeindruckt und viele, viele Menschen sind unglaublich beeindruckt vom Mut und von der Konsequenz, die die ukrainische Bevölkerung an den Tag legt und der Welt unter Beweis stellt, was Putin bestritten hat, nämlich dass es das gibt, ein ukrainisches Land und ein ukrainisches Volk. Es gibt es und es zeigt es auf großartige Art und Weise. Gerne überbringe ich die herzlichsten Grüße der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Am Donnerstag ist das Blau-Gelbe Kreuz in Düsseldorf zusammengekommen und dort war unser Ministerpräsident Hendrik Wüst. Gestern in Düsseldorf mit dem stellvertretenden Ministerpräsident Joachim Stamm und heute darf ich hier Ihnen die Grüße der Landesregierung aus Düsseldorf übermitteln. Wir sind heute hier zusammen, um ein deutliches Zeichen an die Menschen in der Ukraine zu senden. Wir stehen zusammen. Wir stehen auf gegen Putin. Wir stehen das gemeinsam durch. Close the sky! Close the sky! Close the sky! Close the sky! Vor zwei Wochen durfte ich hier reden. Da waren wir 100. Am Donnerstag auf dem Neumarkt waren wir 1000. Heute sind wir 10.000 und morgen bei der großen Demonstration werden wir 100.000 sein, ein Zeichen zu setzen. Meine Freundin sagte, mein Haus brennt, wir werden gebombt. Und dann habe ich verstanden, meine Heimat brennt. Wir haben Kinder seit 2014 in Köln empfangen. Wir haben gedacht, die Kinder, die haben schon so viel erlebt. Und die selber in Mariupol damals gebombt waren, die sind anderes. Die spielen so wenig und sind still. Aber die reden mit den Augen. Und wenn sie diese Augen gesehen haben, werden sie diese Augen nie vergessen. Und jetzt, wie viele Kinder haben wir verloren? Wie viele Kinder werden ohne Eltern aufwachsen? Ей, плине кача, поки синій. Плине кача, поки синій. Мамко моя, мамко моя. Знаю, де погину, сам не знаю.
Ich bin Sängerin und Musikerin. Ich bin Künstlerin. Ich bin Pazifistin. Aber ich bin jetzt die Stolzes. Ich habe so viel Stolz für ukrainische Armee, für die Männer und Frauen, die unsere Demokratie und freie Welt jetzt in die Ukraine schützen. Dobre deni, Shalom und Salam Aleikum an alle Freunde und alle Kameraden, an alle Freunde. Muslimische, jüdische und christliche Soldaten der ukrainischen Armee, ich grüße unsere Helden. Grüße an Simferopol, Grüße an Odessa, Grüße an Kiew, Lemberg und besonders an Mariupol, dass die immer noch nicht die Stadt aufgegeben haben. Slava Ukraine! Putins schwerste Verbrecher, Kriegsverbrecher, Aggressor, und er soll in seinem Leben vor dem Gericht gestellt und bestraft werden. Putin zum Gericht! Slava Ukraine! Wir von der belarussischen Diaspora sind stolz darauf, heute an der Seite von unseren ukrainischen Brüdern und Schwestern zu sein. Seit dem Jahr 2020, als die Wahlen in unserem Land Belarus frecherweise gefälscht worden sind, seit dem Jahr 2020, als der illegitime Diktator unser Volk, unser belarussisches Volk foltert, ins Gefängnis steckt und umbringt. Seit diesem Jahr und auch vorher standen unsere ukrainischen Freunde an unserer Seite. Und heute stehen wir hier. Es ist langsam Zeit zu verstehen. Wir alle, Belarus, Ukraine, Georgien, Kasachstan, Russland, wir alle haben ein Problem. Putin. У матері вже любить діти, а у моєї тільки квіти. Самотні мальви під вікном, мальви під вікном заснули вже давно. Ich möchte jetzt auch zu Russen sprechen. На русском языке. Auf Russisch. Я знаю, что многие, которые сегодня здесь живут в Германии и во всем мире, тоже пытаются противостоять диктаторскому режиму. Ich weiß, dass ganz viele leben jetzt in Deutschland und auch in der ganzen Welt und versuchen diese Gefahr, also diesen Diktatur, wiederzustehen. Guten Tag, mein Name ist Daria. Ich bin eine ganz normale Studentin hier in Deutschland. Ich gehöre zu keiner politischen Organisation, aber ich finde, dass es wichtig ist, dass russische Gemeinde auch sagt,
dass wir dagegen sind. Wir sind gegen den Krieg. Die Belarusen sind da. Die Georgier sind da. Alle sind da. Wo sind wir? Russinnen und Russen, wo sind wir? Wir können nicht mehr warten, bis uns der Diktator vor seinem Alter, einfach sein Alterstod stirbt, wenn er 100 Jahre ist. Bis dahin, er wird die ganze Welt explodieren lassen. Russinnen und Russen in Köln und in Deutschland, Europa und überall. Der Diktator muss weg! Slava Ukraine! Slava Ukraine! Рідна мати моя, ти очей не доспала, ти водила мене у поля, край села, і дорогу далеку ти мене на зорі повечала. І рушник вишиваним щастя дала, і дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваним щастя на долю дала. Хай на цьому цвіте росиниста доріжка і зелені луга солов'їні гаї. І твоя безразлива материнська ласкава усмішка і засмучені очі хороші твої. Материнська ласкава усмішка і засмучені очі хороші блакитні твої. Дорогі матері, отці, дедушки, бабушки, сестри, братья, одумайтесь, ми братские народи. Нам нужно жить в мире. Победим вместе Владимира Владимировича Путина. Imagine it's not heaven. It isn't hard to do. There's nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. Maybe someday, maybe someday you will join us. The world will be as one. You may say that I'm Ukrainian, but please don't let me be the only one.